Ach, ihr habt so ein Glück, ey. Guckt ihr das an. Diamanten! Schade, dass ich keine... Was weiß ich. Diamant. Ich würde sagen, mit dabei, wo Glück drauf ist. 12 Diamanten. Ja. Das passt jetzt extra zu einer Höhle. Uah. Alter. Alter. Ich wollte suchen den Ausgang. Hier lang? Wo geht's hier raus? Ah! Hilfe! Hilfe! Von oben kommen Monster herabgestürzt. Hilfe! Ich war gefangen in dieser Höhle. Überall kamen sie herunter. Wie eine Horde wild gewordener, was weiß ich. Auf mich zu. Kamen sie auf mich zu und warteten unter mir. Warten auf diesen entscheidenden Fehler. Dass ich den Fuß zu weit nach vorne setzen würde und im sicheren Tod enden würde. Doch das geschieht mir nicht. Ich muss ja irgendwie aus... Ah, klasse. Hilfe! SOS. Ich rufe SOS. Haben Sie ein Herz für Kinder? Ich... Oh, da verbrennt gerade ein Skelett. Gut. Warum verliere ich aber kein Essen? Ich meine, das ist okay, oder? Das ist super auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es doch irgendwie ein bisschen pussyhaft. So, ich riskiere es jetzt hier runter. Wow! Ja! Wie viele sind denn da hinten? Oh, oh. Mein sicherer Tod. Oh, oh. Nein. Oh, Junge. Jetzt hat er letzte Stunde angeschlagen. Hier, in die Lava mit dir. So. Sag mal, wo kommen die denn alle her? Ich lebe gefährlich. Ich lebe gefährlich. Schon von Kindheit an war mein Leben wie eine Achterbahn. Gut, das war scheiße formuliert, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Ein Auf und Ab. Nirgendwo war ich sicher. So. Hier scheine ich schon gewesen zu sein. Tja, dann grabe ich mich jetzt hoch. Von Höhe 14. Und ich hoffe, ich habe meinen Zettel noch mit den richtigen Koordinaten. So. Einfach mal hier hoch. Licht an. Oh, Alter, war das gerade spannend. Ich wäre fast tot gewesen, Junge. Da kommen die einfach mal eiskalt von allen Seiten auf mich zu. Von all... Na, klasse. Da kommen die einfach eiskalt von allen Seiten auf mich zu. Und wollen mir an die Gurgel. Ach, da kriege ich richtig schön viele XP, ey. Guck mal, wie viel Gold wir schmelzen können. Gold, Eisenerz, Diamanten. Oh, da können wir uns richtig schön was machen. Da machen wir uns gleich einen richtig schönen Abend zu Hause. Hui. Da hat sich doch jetzt schon die Minecraft-Aufnahmesession gelohnt. Ich meine, okay, bis auf die Monster, das war nicht so toll. Also, das möchte ich eben ersparen. Aber, andererseits ist das ganz cool. Ah, jetzt verliere ich Essen. Nahrung. Jetzt komischerweise, aber im Kampf mit den Monstern? Ah, komm. Was sind schon Monster, über? Was sind schon Monster? Da habe ich dir erstmal schön mit der Faust voll eine in die Fresse gehauen, verstehst du? Genau wie ich das bei deinen Freunden gemacht habe. So, ich habe nur noch diese Spitzhacke, die muss bis zu Hause reichen. Sonst, we'll have a problem. So. Rohstoffe nehme ich natürlich immer gerne mit. Dann können wir auch bald eine ganze Kiste voller. Okay, haben wir ja schon, ne? Wir haben, glaube ich, schon eine ganze Kiste voller Kohle. Und dann, wie gesagt, könnten wir ja mal anfangen mit Redstone so einen kleinen Müll. Heimat zu machen, also der dich vielleicht Lava mitnehmen soll. Mitnehmen soll. Ich habe gerade wieder die Krise gekriegt. War gerade wieder der Puls auf 180. Und dass wir den vielleicht so irgendwo in unserem Lagerhaus platzieren, wo wir dann den ganzen Müll, den wir gar nicht brauchen, wie zum Beispiel hier Diamanten oder so, können wir dann da reinschmeißen oder so. Oder die Steine.
Die können wir dann in den Mülleimer schmeißen, die brauchen wir ja nicht. Lieber so schön Fleisch aufheben, das verrottet ist, oder so einen schönen Pfeil. Okay, die Pfeile können wir aufheben, die sind eigentlich ganz nützlich. Aber so Knochen oder so, die, ne, die können wir dann wegschmeißen. Eisen. Welche Höhe? 51. Müssen wir eigentlich bald an der Oberfläche sein. Ich hoffe, es ist Tag. Weil wenn es Nacht ist, dann habe ich richtig verkackt. Lalala, da, badabba. So. Okay. Hier kommen wir wahrscheinlich jetzt gleich an der Oberfläche. Aha! Egal, es ist Wasser nur. Aber es ist Nacht, wie ich sehe. Guck mal, wir sind gar nicht weit weg von unserem Haus. Wie sind wir denn dann gegangen? Hier so ein bisschen Holz kann auch nicht schaden. Der gute alte Timbermod. Aber jetzt haben wir einen Vorteil. Es ist kein Leck oder kein Bug mehr zu sehen. Oh, was könnte ich denn wegschmeißen hier? Den Zeckplatz wahrscheinlich dreimal auf Holz geklopft. Hä? Okay. Weil dieser Bug da, der hat mich irgendwie ganz schön aufgeregt, ey. Ich meine, dann hatte ich natürlich diese hilfreichen Mods. Den Recite-Book-Mod haben wir jetzt natürlich auch nicht mehr. Also es ist so ein Buch für alle, die es nicht mitbekommen haben. Das ist so ein Buch, da kannst du halt nachgucken, wie was gecraftet wird. Ich glaube, das hat 33 Seiten. Und ja, da kannst du halt dann nachgucken, wie was gecraftet wird. Ist eigentlich ganz hilfreich. So, was machen die da schon wieder? Jawoll, ey, da schwimme ich gleich mal in eine andere Richtung. Ja, jetzt kommt der genau auf mich zu, ey. Schwimm schneller! Aber ich habe leider keinen Pfeil. Da stalken die um mein Lagerhaus herum, die alten Penner. Habt ihr das gesehen, ey? So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwie unversehrt in mein Haus zurückkomme. Ha! Wer klopft? Wir haben nichts. Verschwinden Sie. Wir haben geschlossen. Okay, der Kollege da. Der wird auch sicher gleich merken, dass wir geschlossen haben. Hui! Gucken. Nee. So. Hä? Wie kann das denn sein? Hier ist doch so hell drin, ey. So. Tschüss! Hier ist doch so hell drin, ey. Das geht doch gar nicht. So, hier dürfte jetzt aber nichts spawnen. Ja, das wäre was, wenn hier was spawnen würde, ey. Direkt bei meinem Zaubertisch. Okay, ich gebe zu. Hier ist ein bisschen zu dunkel. So. Hier könnte ein bisschen mehr Licht dienen. So, was haben wir hier drin? Hier, das Klo. So, hier müssen noch Fensterscheiben rein. Fällt mir gerade auf. Ja, unbedingt. Hier ist auch ein... Was ist das denn? Haben wir wieder geschludert bei der Arbeit, wa? Ja, ja, ja. Also den Typen würde ich gerne mal eins auf die Fresse hauen. Hier ist niemand, gut. Dann können... Oh, oh. Ha! Es sind... Alter, willst du mich verarschen? Ja. Guck mal, und der Creeper und der Schwein da hinten, die scheinen... Zwei Creeper auf einmal! Ja, die wollen sich jetzt paaren, das gibt's doch gar nicht. Wollt ihr mich eigentlich rollen? Ihr wollt mich doch alle jetzt ein bisschen verarschen. Hier in der Ecke ist auch viel zu dunkel. Nein. So. Und hier. Das war meine letzte Fackel. Dann könnte ich jetzt mal riskanterweise ins Lagerhaus rennen, oder? Halt. Zuerst mache ich mir Türen für mein Lagerhaus. Dass mir das erst jetzt einfällt. Türen für mein Lager. Türen für mein Lagerhaus. So, ich krieg sowieso eine Tür nur. Oh, hier, oh, Schweinefleisch, weg da. So, ich riskiere es jetzt, ja. Gut, keiner hier. Achtung, auch keiner um die Ecke. Nein. Jetzt ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ganz schnell rüber, ganz schnell rüber. Oh. Ah! Achso, da verbrennt gerade einer. Ach, die können... Ah, die können jetzt ertrinken seit neuestem? Aha, ist ja geil.
Das ist ja geil. Ich wusste doch, das ist hilfreich. Das ist ja geil. Das könnt ihr auch ertrinken. Gut, ist ja eigentlich logisch, ne? Jedes Leben. Oh, 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 oh. Das ist. Nee, können die Spinnen hier rüber? Ich glaube nicht, oder? Ha! Nicht getroffen. Nicht getroffen, Arsch besoffen. Hui. Ah, aua. Ich baue mir jetzt erstmal mal eine Tür. Ach komm, verbrat mal das ganze Holz. So. Eine weitere Tür. Zwei Pleasure Plates. Hier und hier. Warum gibt es keine Pleasure Plates in Holz? Oder im. In Helmholz? Die kleine Wickspinne, habt ihr das gesehen? Na komm, wenn du schon hier rein willst. Alter, jetzt sind gerade extrem viele Monster, ne? Ist das auch neu bei der 1.5? Mir kommt das so extrem viel vor. Haben wir hier irgendwas drin? Ich guck vorher mal. Nee. Dann können wir jetzt mal hier schön Eisen rein und Gold rein und noch mehr Eisen. Und die ganzen Sachen hier zurück. Rohstoffe muss ich jetzt halt wieder von Hand sortieren. Hier, Redstone. Smaragde können wir mal hier hin tun, da brauchen wir sowieso nicht so viel. Oh, 17 Diamanten. Eisen. 60 Eisen. Kohle. Zurück.